Hallo, mein Name ist Oliver und wir kommen heute Samstag zu den drei Kombinationen mit einem Superman Punch. Viel Spaß in diesem Video. Gut, fackeln wir nicht lange, kommen wir direkt zu Kombination Nummer 1. Halten wir es erstmal ganz einfach. Du ziehst den Superman Punch ohne Täuschung einfach rein, Schulter nach vorne, hier, ab, landest auf jeden Fall auf beiden Beinen. Und legst dein ganzes Körpergewicht auf das hintere Bein, das ist ganz wichtig, und ziehst den Roundhouse Kick mit dem Schienbein schön auf die Leber. Nochmal, leicht lockeres Bewegen, Superman Punch ziehen, ohne das Knie so stark zu betonen. Eins, auf beiden Füßen landen und Roundhouse Kick ab. Das ist so das Klassische, was wir unterrichten für Einsteiger, die zum ersten Mal Superman Punch lernen in einer leichten Kombination. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren und kein Video mehr verpassen. Oder eben ganz live bei uns mittrainieren in Köln, Bonn oder Siegburg, bist du natürlich herzlich eingeladen. So ihr Lieben, kommen wir zur zweiten Kombination mit einem Superman Punch. Das heißt, wir nehmen die Kombination Nummer 1, bauen die mit rein, aber vorher werden wir noch dem Gegner einen kleinen Frontkick nach vorne verpassen, um ihm zu zeigen, guck mal, Frontkick, und diesmal kommt der getäuschte Superman Punch mit dem Knie oben. Ich simuliere wieder den Frontkick, kommt aber nicht. Zack, Punch rein und Abschluss zur Leber. Also nochmal und Kick und antäuschen, Punch, Roundhouse Kick. Den müsst ihr unbedingt mal üben, der ist einfach, besteht eben aus zwei Teilen. Und jetzt wird es tricky, Kombination Nummer 3 ist schon für die Fortgeschrittenen, man muss ein bisschen mehr koordinieren können. Wir machen wieder zwei Angriffe und brauchen wieder den Superman Punch mit dem getäuschten Knie. Also, nochmal, ihr geht rein, vorne, Führhand zum Kopf, Low Kick unten. Diesmal wieder im zweiten Angriff, ruhig eine Sekunde ein bisschen vergehen lassen, locker bewegen, wieder reingehen, oben Jab, der getäuschte Superman Punch, ab und Kick. Das heißt, das Muster von dem ersten Angriff, 1 Low Kick, wiederholt ihr, indem ihr aber statt Low Kick das Knie zeigt und das täuscht gut. Und dann geht ihr mit dem Superman Punch rein und schließt mit dem Leberkick einmal ab. So. Das waren die drei Kombinationen, aufgebaut, einfach, mittel, schwer. Immer wieder zu Hause üben, am besten Timer stellen über 2 Minuten und dann einfach immer wieder diese Kombination mit einbauen oder einfach pur üben. Das war's gewesen, ihr Lieben. Wir sehen uns wieder zur nächsten Technik in der nächsten Woche. Bis dann.